Sophie Scholl, Hans Scholl, Willi Graf. Unter anderem alle Mitglieder der Weißen Rose, die aus dem Dritten Reich durch ihren Widerstandskampf und ungehaltenen Mut bekannt sind. Die Geschwister-Scholl-Schule macht ihren Namen zum Programm. An den diesjährigen Gedenktagen zum 70. Todestag der Geschwister Scholl zeigte die couragierte Schule in Bensheim nicht nur ausnahmsweise Präsenz. Also wir fühlen uns ja dem Namen Geschwister Scholl verpflichtet und nicht nur an Projekttagen finden da Veranstaltungen statt, aber alljährlich haben wir an dem Geschwister Scholl-Tag ein umfangreiches Programm, Film, wie zum Beispiel diesmal, Theateraufführungen verschiedenster Art. Die Beteiligung der Kollegen und Klassen ist freiwillig, es nehmen aber bestimmt zwei Drittel immer teil. Unterwegs waren wir mit Salome Saremi-Strogusch, Gründerin eines tollen und vorbildlichen Vereins. Unser Verein heißt Fabian Salas Erbe e.V. für Toleranz und Zivilcourage, beschäftigt sich mit Toleranz und Zivilcourage und wir wollen diese Begriffe lebendig machen und auch mit Leben füllen. Fabian Zahler war mein Bruder, der ums Leben gekommen ist, der sich für andere in Not eingesetzt hat. Und als er dann Hilfe gebraucht hat, war keiner da. Und da haben wir gesagt, das darf nicht sein, dass Menschen alleine sind in Not und dass es nicht selbstverständlich ist, zu helfen, sondern dass man eher Angst davor hat oder abgeschreckt ist. Und das hat viel mit Respekt, Toleranz und natürlich auch eine Courage und Mut zu tun. Und bei solchen Projekten sind wir dann natürlich auch sehr gerne dabei, weil das sehr gut passt. Wir haben ein Motto, das heißt Mut ist gut. Und da laden wir auch gerne kreative Leute aus unserem Netzwerk ein, wie zum Beispiel die Rapperin Seda aus Frankfurt, die heute den Kindern vermittelt zum Thema Rassismus. Wie kann ich denn zum Beispiel einen Rap-Song schreiben oder Reime, auch so ein bisschen Lyrics, dass man auf kreative Art und Weise, was auch Kindern und Jugendlichen gefällt, ihnen auch Inhalt mitgibt. Ein anderer Workshop heute ist auch mit der Autorin Monika Beitsch, die für die 5. und 6. Klassen Mutmachergeschichten liest und danach können die dann auch Bilder dazu malen, die auch aus dem Alltag geschrieben sind. Sehr wichtig war für Peter Ohlendorf, Regisseur des Films Blut muss fließen, Undercover unter Nazis, an einem historischen Gedenktag wie diesem mit seinem Film aufzutreten. Da wissen wir, dass jetzt morgen vor 70 Jahren die Geschwister Scholl umgebracht worden sind, weil sie den Mut hatten, diesem Regime entgegenzutreten. Und das ist, da geht mir jetzt schon wirklich so ein Schauer den Rücken runter. Das ist für mich wirklich unglaublich, dass sich Menschen einem Regime, das sich komplett etabliert hatte, in den Weg stellen und sagen, es macht Sinn, auch wenn wir vielleicht erstmal nur ganz, ganz wenig bewegen. Aber wir machen nicht mit und wir stellen uns dagegen und wir versuchen unseren Teil dazu geben, um einfach zu sagen, nein, das kann so nicht sein. Das ist vorbildlich, wirklich in jeder Beziehung. Und davon können wir uns alle eine ganz, ganz dicke Scheibe abschneiden, wo wir heute doch manchmal so verzagt gerne uns kleinreden und klein machen und sagen, nee, wir können doch alle nicht so viel tun. Was sollen wir denn tun? Er suchte aus diesem Grund Kontakt zu den Schülern, um sich kritisch mit dem Thema rechte Gewalt aus dem Untergrund auseinanderzusetzen. Der Hintergrund ist, dass wir ohnehin als Geschwister Scholl-Schule unserem Namen verpflichtet sind, der Namensgebung. Ja, das ist mir besonders wichtig. Das ist mir ein Herzensanliegen, dass nicht nur Schilder angebracht werden, sondern dass wir diesen Gedanken an die demokratischen Werte und an die Freiheit bewusst hochhalten und auch nicht nur einmal im Jahr. Das ist zwar ein besonderer Tag, dieser 22. Februar, aber wir haben in ganz vielen Jahrgängen immer wieder zwischendrin auch Aktionen, die das verdeutlichen. Also mir ist wichtig, dass das, was mein Bruder und ich schon immer gelebt haben, dass Zivilcourage, Toleranz, Respekt Dinge sind, die absolut selbstverständlich sind, dass man mit sehr viel mehr Herzlichkeit aufeinander zugeht und ein auch herzlicheres Miteinander lebt. Und deswegen müssen wir so früh wie möglich bei Kindern und Jugendlichen anfangen. Und das wäre unser größter Wunsch, dass wir vielleicht so eine Art, wir nennen es immer Herzbildung, einführt. Und vielleicht schaffen wir das irgendwann mal in Schulen mit Herzbildung, Kinder zu motivieren,
ja, das Richtige zu tun, mutig zu sein, Respekt voreinander zu haben, tolerant zu sein und niemanden alleine zu lassen. Und wenn wir bei dem Ganzen es schaffen, jemandem zu helfen, dann haben wir schon wirklich viel geschaffen. Als Zeichen der Solidarität erinnerte die SV der Schule an die Flugblätteraktion der Weißen Rose und stürmte ohne das Wissen der anderen Schüler alle Klassenzimmer. Respekt für so viel Mut.